Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten, aka, ja, Toto, beim Clan The Disabled, und ihr braucht mir nicht mehr in die Kommentare schreiben. Toto weiß eigentlich, was oder überhaupt Disabled heißt. Ja, natürlich weiß ich's. Es heißt behindert, ihr könnt nichts, weiß der Geier. Aber hier die Hauptdarsteller stelle ich euch einfach mal kurz vor, denn seit ein paar Wochen sind hier die Hauptdarsteller immer die gleichen in diesem Clan. Und ja, ich starte einfach mal mit dem Rathaus 8, aber ihr habt ja schon im Thumbnail gesehen, 500 CK-Siege gewonnen und eine 20er Serie, das ist, ja, das ist einfach mal ein Video-Wert. Ich würde mal sagen, das ist einfach mal ein Video-Wert von meinem Clan, mit dem ich mit meinem RH9 bin. Da bin ich jetzt schon wirklich, 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 wirklich lange, und ich bin auch froh, dass ich hier bin, denn man nimmt mich hier so ein bisschen so, wie ich bin, und ich glaube, ich habe hier auch nicht so wirklich die vielen Zuschauer. Aber das macht nichts, denn ich bin hier ganz zufrieden mit meinem Rathaus 9. Und es freut mich nach wie vor, wie wir die Kriege hier, ja, ich will mal sagen, so ein bisschen dominieren. Woran das liegt, werde ich euch im Laufe der Folge hier ein bisschen erklären. Ich nehme es ruhig vorab hier, wir haben diesen Clan-Krieg gewonnen, gar keine Frage. Sonst wären es jetzt nicht die 500 Schräger 20, also die 500 Siege und die 20er Siegesserie hier. Aber wir schauen hier mal den Disabled Ulrix an, wie er das hier eigentlich gemacht hat. Noch mit, nur mit, ich glaube, 3 Drachen am Ende. Ja, okay, es sind nur noch 3 Drachen. Aber der King hilft hier ganz, ganz fleißig mit am Ende. Und oh, ich denke mal, schöner Rathaus 8 Angriff. Also RH8 auf R8 mit Drachen. Schon länger nicht gesehen bei mir auf dem Kanal. Aber ich denke mal, viele von euch spielen auch noch das Rathaus 8 und sind da meiner Meinung, dass die Drachen nach wie vor eine coole Truppe sind im Rathaus 8 Bereich. Das hat sich ja wirklich seit Jahren nicht so wirklich verändert, außer dass du die Clanbuch hier austauschen kannst, und wir gehen einfach weiter. Ihr seht das Ergebnis hier schon. Ich weiß, ich gebe euch das jetzt vorher schon, aber es ist einfach so, es sind hier im Moment die Hauptdarsteller, die das Ganze hier so ein bisschen dominieren. Ja, und der Donnerbengel ist hier auch ein kleiner Hauptdarsteller, also mein Rathaus 9 Account hier. Und ich greife in der Regel mit, ja, tatsächlich 2 Standardtruppen an, nämlich Golalun oder Gohok. Je nach Base im Rathaus 9 Bereich, für mich passt das. Und ich kann auch tatsächlich, ihr seht das, von 6 auf 11 hier ruhig richtig, richtig runtergehen. Denn hier zählen immer zu Anfang des Clankrieges die 3 Sterne. Erster Angriff, wirklich safe 3 Sterne. Da kannst du auch ruhig ein paar Bases runtergehen. Ich meine, die Base hier, so wirklich runter ist die jetzt nicht. Ihr seht das, die ist maxed out hier, natürlich nicht von den Helden, also meine Helden sind maxed für den Rathaus 9er hier, aber des Gegners Helden sind natürlich längst nicht so stark ausgebaut wie jetzt meine. Der Sprung war nicht so gut, den hat nämlich gar keiner genutzt, warum auch immer. Ich hab ihn mal in der Hoffnung gesetzt, dass die Golems vielleicht rübergehen. Ah doch, die Queen springt rüber. Okay, die Queen springt da rüber. Und jetzt habe ich schon mal eine Luftabwehr ja geschafft mit der Queen. Die kriegt jetzt erstmal keinen Beschuss. Macht ganz locker das Rathaus hier. Hier unten habe ich die Truppen jetzt extrem lange noch laufen lassen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch die zweite Luftabwehr hier unten bekommen. Mal sehen, ob wir die noch schaffen. Ja, die haben wir noch geschafft. Die haben die Bola nämlich geschafft. Und so waren es nur noch 2 Luftabwehren jetzt hier in dieser Base, die ich irgendwie schaffen musste. Der Rest war dann so ein bisschen Kanone, ein bisschen Bogenschützenturm und ja, okay, die Tesla-Farm in der Mitte. Die ist natürlich noch mal ein bisschen heftiger, aber mit dem Allzauber hier unterstützt war es, glaube ich, eine ganz gute Sache. Unten lebt mein King auch noch. Also meine Helden sind zwar auf der wirklich, wirklich letzten Rille, trotzdem überleben beide. Fand ich auch sehr, sehr gut. Und habe jetzt noch so 1, 2, 3 Clean-Up-Truppen hier. Ihr seht es da oben, Magier, 2 Lakis, sodass das Ganze ein bisschen fixer hier geht. Und ja, ich bin einfach ein bisschen, ich bin immer mit dabei hier im Clankrieg mit dem Donnerbengel im Moment zumindest. Und weil ich wollte auch unbedingt diese Serie hier so ein bisschen mitbefüllen. Also ich war eigentlich drauf und dran, hier auch zu sagen, ah, ich spiele erstmal keine, ah, da hat es meine Queen doch erwischt in der Riesenbombe. Ich spiele erstmal keine Clankriege hier mit.
Aber irgendwo wollte ich dann doch am Erfolg teilhaben. Denn ich bin hier schon so lange und habe hier so viele Kriegssterne mit dem Clan hier eingefahren. Und deswegen habe ich gedacht, nee, Toto, du stellst dich jetzt nicht rot. Das kannst du dem Clan einfach nicht antun hier. Denn so ein bisschen ist das Geheimnis, ihr seht, wir sind immer noch im 9er Bereich. Wir sind immer noch im 9er Bereich, also 8, 9 haben wir eigentlich schon. Und ein schöner Hexen-Golem-Angriff hier vom Arnos ist es auf die Nummer 7, also 8 auf 7. Und das ist ja immer noch so ein bisschen so die Kombi. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Das ist ja immer noch so ein bisschen die Kombi. Die kann ich nicht. muss ich einfach mal so sagen. Die kann ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe die gleichen Truppen wie der Arnos hier. Wir sind ja voll auf dem gleichen Level. Wir sind voll maxed out. Rathaus 9 bleiben das auch. Und trotzdem nutzt jeder so immer seine präferierte Armee, also die er am liebsten spielt. Und ich spiele, muss ich sagen, am liebsten entweder ein Golalun oder ich spiele am liebsten leider ein Gohok. Ich könnte hier auch tatsächlich so mal angreifen, aber ich habe damit ganz wenig Erfolg. Das ist ganz, ganz komisch. Wenn ich andere immer zeige, die rocken hier so die Dörfer mit ihren vielen Hexen, mit den paar Bowlern, die sie dabei haben, aus der Clanburg und mit King Queen auf Max Level. Ja, da kann ich irgendwie nie mitstinken. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber vielleicht muss ich einfach mal diese Kombi ein bisschen mehr üben. Denn das tue ich ja, muss ich leider auch zugeben, mit den Accounts nicht wirklich. Ich mache ja recht wenig außerhalb der Clankriege mit diesen Accounts hier. Also ich mache schon mal Angriffe, ich hole mir eine Liga, mache bei den Clanspielen mit. Aber dann mal so zwischendurch so eine Armee hier durchgängig üben, das mache ich nicht. Das mache ich nicht wirklich. Und wir gucken uns hier den Jan an. Das ist schon Rathaus 10 auf Rathaus 10 hier, also 3 auf 4. Und hier sind wir also schon in den Bereichen, wo es in die 40er Helden vor allen Dingen geht. Also unsere 10er hier haben fast ausschließlich 40er Helden und haben auch zurzeit überhaupt keine Ambitionen hochzugehen. Auch das erkläre ich euch gleich im letzten Kampf. Warum das, glaube ich, hier so ist, ich weiß es ja nicht genau. Ich bin hier zwar Vize, ich lese hier viel, ich mache hier viel und bestimme aber nicht wirklich viel. Man hat mich ja hier irgendwann mal zum Vize gemacht, weil ich halt, weiß ich nicht, bin immer dabei, kann auch mal ein bisschen was bestimmen, kann jemanden annehmen, ablehnen, was auch immer, kann auch mal sagen, ja, mach mal die Base, mach mal das. Aber so wirklich, glaube ich, ist der Vize-Titel hier nicht so das Richtige für mich, muss ich einfach mal so sagen. Ich mag das natürlich nach wie vor. Ich gehe ja mit diesem Account hier nicht raus. Und aber auch hier die Kombi mit Hexen und den Bowlern ist echt stark, muss ich sagen. Und auch hier im Rathaus 10 Bereich, wenn ihr vielleicht meinen Rathaus 10er kennt, den Avatar, der kann das auch nicht. Das ist ja Hexen-Bowler ist nicht meine Kombi. Ich weiß nicht, woran das... Naja, vielleicht muss ich es einfach nur mal ein bisschen durchüben. Und trotzdem gratuliere ich hier in dem Clan zu diesem echten Festival. Denn einige Clankriege, das zeige ich euch gleich mal in unserem Log, waren auch wirklich, wirklich knapp. Und da haben wir auch gedacht, oh, diesmal kriegen wir auf den Sack. Unsere schöne Serie ist dahin. Dann ist man ja auch schon ein bisschen geknickt. Aber ich glaube, ich will es nicht heraufbeschwören. Aber wenn wir jetzt mal einmal verlieren, ich glaube, dann ist hier keiner mehr traurig. Denn die Serie ist schon sehenswert. Ein bisschen schade ist das für einige Accounts, denn die spielen hier im Moment nicht mit. Das liegt einfach daran, dass wir im 8er, 9er und 10er Bereich hier im Moment nur in den Clankriegen tätig sind. Also das ist das vielleicht das kleine Geheimnis. Wir holen uns hier den Pfiff rein. Das ist vielleicht das kleine Geheimnis. Wir spielen hier only 10, 9, 8. Nichts anderes. Wir nehmen kein 12er mit, wir nehmen kein 11er mit. Und denn die haben uns immer so ein bisschen, so ein kleines bisschen das Matchmaking versaut. Und deswegen haben wir uns irgendwann mal, irgendeiner hat entschieden, wir nehmen die 11er nicht mehr mit, die 12er. Oder wir haben so, ich glaube, wir haben nur einen 12er. Ihr seht das hier, wir haben ja immerhin eine Karre auf Level 3, also eine Max-Karre. Irgendeiner hat ja hier eine Karre und ist Rathaus Level 12. Aber scheinbar ist das kleine, ja, das ganz, ganz witzig kleine Geheimnis dieser kleinen oder dieser netten Serie hier mit den vielen CKs, die jetzt gewonnen wurden.
Wenn ihr mal in meiner Playlist wühlt, also ich glaube, ich habe mal ein Video gemacht, da waren alle ganz traurig, dass wir hier denn doch über 100 Clankriege schon verloren haben in diesem Clan. Aber die Serie hier ist nach wie vor echt nett. Und es sind nur 103 Clankriege verloren worden zu 500 gewonnenen Clankriegen. Also das ist schon eine Nummer. Finde ich das schon eine Nummer. Das ist sehr, sehr stabil. Und so ein bisschen. Und es ist ein kompletter Casual-Clan hier. Das muss ich noch dazu sagen. Das ist ja kein Profi-Clan hier oder ein High-End-Clan oder CWL, EWL-Clan. Keine Ahnung. Das ist wirklich super casual hier. Hier sind auch nicht ewig. Ich sag mal 10 von 50 Leute online. Das gibt es hier nicht, aber die wesentlichen Sachen, die gibt es hier einfach, nämlich Clankrieg. Clankrieg, du bist deine CB mit den richtigen Truppen voll, auch wenn du ein bisschen am Farmen bist oder wenn jemand Farmtruppen anfordert. Die Clanbuch wird hier immer voll. Kurzer Smalltalk und dann ist das auch gewesen, aber es reicht ja auch. Es reicht ja auch. Also hier ist das absolut. Easy peasy, hätte ich mal fast so gesagt. Und deswegen bin ich auch zu Recht, glaube ich, in diesem Clan super, super aufgehoben, weil ich halt mit diesen Accounts auch nicht so viel farme oder spiele. Ich spiele, habt ihr ja schon tausendmal jetzt gehört, ich spiele die Clankriege, ich spiele die Clan-Spiele mit. Und das ist dann aber auch gewesen. Ich hole mir meine Liga, mache hier meine Folgen, vielleicht auch wieder Taktikfolgen. Auch dafür nochmal ein Dankeschön an euch. Ihr gebt mir natürlich immer ein bisschen Inspiration. Toto, mach mal eine Taktikfolge. Hox, ich kann das überhaupt nicht und so weiter. Kann ich sicherlich machen, aber ich bin ja jetzt auch nicht so der Taktikfuchs. Ja, ich mache auch vieles aus dem Bauch raus und nicht vieles so super, hyper, super geplant. Und von daher, dieses war aber unser, dieser Clankrieg hier war der Clankrieg zum 500. Sieg. Und unseren 20. Krieg oder Clankrieg überhaupt in Folge. Und ihr seht das schon hier, wir sind jetzt schon bei 501 und 21 Clankriegen gewonnen. Also wir haben jetzt auch den Clankrieg danach gewonnen mit voller Sternanzahl. Ihr seht das 15 versus 15. Das ist der Clankrieg direkt danach. Da hat der Clan Gegner einfach aufgegeben. Und ich habe mal richtig, richtig scheiße angegriffen hier. Wo bin ich hier? Ne, ein Ein-Sterne-Monster wieder auf 14 und 15. Oh, ganz schwach. Ich habe ganz schwach angegriffen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Der Clan hier immer noch auf der Superspur. Und wir sind, oh, wir sind schon im nächsten Clankrieg. Also mal sehen, ob unsere Serie noch so gut anhält. Wir sind wieder 5-10er, das hatte ich euch gesagt. Dass wir hier nur Only 10er spielen. Der Gegner hat auch 5-10er. Nein, er hat 6-10er. Dann gucke ich mir mal gerne den letzten an, denn in der Regel bin ich der höchste Neuner hier. Okay, das ist für mich nicht machbar. Wir schauen uns mal kurz den nächsten Neuner an. Ja, der ist so auf meiner Höhe. Ne? 30er Queen, 26er King, Full Maxed Out, Ära 9 Base. Ich bin echt gespannt, was aus dem nächsten Clankrieg hier wird. Also nochmals Glückwunsch an den Clan hier. Disabled. Hier ist er nochmal so ein bisschen im Fokus. Und auch ganz klar, unser Fokus ist eindeutig auf Clankriegs. Siege. Jawohl, es ist ein reiner CK-Clan hier. Deswegen hängen hier auch die Clanspiele immer so ein bisschen nach. Und so das Farm geht hier irgendwie so nebenbei. Also ich bin echt froh. Glückwunsch nochmal. Super. Alle Daumen natürlich nach oben. 49 von 50 sind wir im Moment auch. Wir sind pickepacke voll. Und ihr seht das hier, 2 von 49. Also ich bin online und noch jemand anders. Aber wenn ich hier jetzt fordere, was auch immer, auch Bowler Gift, kein Thema, bekomme ich hier voll. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen aus diesem Clan hier. Denn hier bin ich doch eher relativ selten, aber ich wollte es nicht verpassen, diesem Clan hier zu gratulieren. Und ihm weiterhin echt viel Glück, viele CKs, viele CK-Sterne zu gönnen. Bis dahin, euer Toto. Flash Talk.